Begrüße das Gemüse. Willkommen zu einer neuen Folge FIFA 20 Karriere mit dem TSV Hartberg. Aber heute mal eine etwas andere Folge, und zwar das Saisonfinale steht an. Wir sehen es hier, das nächste Spiel, das Rückmatch gegen Real Madrid steht an. Aber wir schauen uns jetzt die Tabelle in der Bundesliga an. So, unser möglicher Gegner wird wahrscheinlich Manchester City sein, sollten wir... Ah, ist schon. Okay, ist... Ah, okay. City ist schon im Finale, die haben schon gespielt. Okay, Manchester City wird der Gegner sein. Aber zunächst, wir schauen einmal Bundesliga Playoffs. Okay, da ist noch nichts. Ja, das Cup-Finale findet am 18. Mai gegen Red Bull Salzburg statt. Die haben wir ja zuletzt zweimal souverän geschlagen, 6:2 und 5:0. Ja, wir schauen uns kurz den Weg an, den wir bestritten haben. Und zwar fing es an gegen Tirol in der ersten Runde, da wir ja den letzten Cup gewonnen haben. 2:0 gegen Tirol war ein schweres Spiel, denn da weiß ich noch, da hatte Tirol plötzlich schnell eine rote Karte und sind mit dem Elfmeter in Führung gegangen. Aber haben sehr lange, sehr gut dagegen gehalten, wer sich erinnern kann. Und ja, schaut euch das Video ruhig an. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ja, dann 1/4 im Cup. Ein 1:4 gegen St. Pölten, das war dann schon nur noch... Das war eigentlich ein Spiel mit Formsache. St. Pölten ging schnell in Führung, aber wir haben dann ordentlich Gas gegeben und somit verdient gewonnen. Dann das Halbfinale gegen Linz. Auch wieder im Rückstand geraten, aber auch gegen Linz haben wir dann gewonnen. Und so stehen wir im Finale des ÖFB Cups. So, jetzt zum Eigentlichen. Wir sehen hier die Tabelle der regulären Saison. Zunächst, Entschuldigung, da. Salzburg hat 21 von 22 Spielen gewonnen, nur ein Unentschieden, und das haben wir ihnen, haben sie gegen uns gehabt. Also wir haben 0:0, glaube ich, gespielt. Ja, und sonst haben sie jeden klein gemacht, 64 Tore. Nur 10 Gegentore bekommen. Also das ist echt brutal. Sie haben jetzt schon mehr im Playoff, weil wir 11 Tore, glaube ich. Und ja, 64 geschossen. Wir haben Gott sei Dank 2 mehr geschossen, aber haben auch ordentlich. Wir haben mehr Gegentore als Linz und Rapid. Das ist schon ordentlich. Sogar mehr Gegentore als Mattersburg, Altach und Wert. Achso, ah, Blödsinn. Ah, das sind die Tore. Hoppala. Okay, na doch nicht. Ja, das dadurch unsere 4 Niederlagen. Einmal Salzburg ist, glaube ich, gewesen. Wir können hier gleich schauen. Den Verlauf. Juli. Den Verlauf der Meisterschaft. Im Juli St. Pölten 3:2 gewonnen. Dann nach 2 Spielen die erste Niederlage gegen Salzburg. Dann wieder Sieg gegen Altach. Dann wieder gegen Sturm Graz 1:0 verloren. Das war die zweite Niederlage. Dann ein bitteres Unentschieden gegen den WRC.
Dann wieder souverän gegen Tirol und Mattersburg ohne Probleme. Gegen Rapid ohne Probleme. Souverän die Punkte geholt. Dann wieder Linz hat da in der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen. Das tat richtig weh. Wird dann aus der 3:0, kein Problem, leichtes Spiel. St. Pölten, leichtes Spiel. Admira war da wieder etwas schwieriger. Dann im November ein 9:0. Der zweithöchste Sieg, wir erinnern uns jetzt. Wir haben gegen Linz den höchsten Sieg eingefahren. Gegen WRC 9:0. Das heißt, sah aus, so jetzt geht es dahin, aber dabei war WRC einfach nur an diesem Tag sehr, sehr schwach. 9:0 der Sieg, aber dann wieder gegen Sturm Graz ein 6:2 geholt. War gut unterwegs, dann Mattersburg haben es wieder spannender gemacht, gegen Tirol wieder ohne Probleme. Bis jetzt noch immer nur 2 Niederlagen. Und dann das Spiel gegen die Wiener Austria. Das Hinspiel gewonnen mit 3:0, das Rückspiel verloren mit 3:2, wo sie in allerletzter Sekunde den Siegestreffer erzielen konnte. Dann wieder ein knappes 4:3 gegen Altach. Dann das einzige Unentschieden haben wir Red Bull angehängt, 1:1 sogar, nicht 0:0, 1:1. Ja, dann wieder souverän 4:2. Und dann, das erinnert euch an den Livestream, da war das gegen Rapid, wo es, da war es unmöglich gegen diese Mannschaft zu spielen. Bittere Niederlage, das war die vierte Niederlage. Es waren knappe Niederlagen, die wir erlitten haben. Außer die eine gegen Salzburg. Ja, das waren die vier Niederlagen und das sind die 12 Punkte. Ne, da sind's. Ne, 8 Punkte. Na, 8 Plätzen. 10? 10, 16 Punkte. 16 Punkte. 16 Punkte. Jetzt schon. Dann geht es in die Playoffs. 16 Punkte, wir halbieren 16 durch 2, wir halbieren 16 Punkte, sind 8 Punkte. Alles machbar, wenn man die Spiele gewinnt, die man gewinnen muss. Wir haben die Spiele gewonnen, die man gewinnen muss gegen Salzburg, aber es begann schon mal ganz bitter Spiel Nummer 1. 4:0 hat uns da die Wiener Austria abgefertigt. 4:0. Sie haben uns keine Chance gelassen. Aber wir sehen hier wiederum, verliert die Wiener Austria 0:3 gegen Salzburg. Du bekommst keine Schützenhilfe von den Gegnern. Dich panieren sie wie keinen anderen und gegen Salzburg gehen sie in die Knie. Dann Spiel Nummer 2. Bingo dann. Doch Sturm Graz war in diesem Spiel, muss man sagen, besser. Sie hatten mehr vom Spiel gehabt. Sie waren ideenreicher, nach vorne hin gefährlicher und letztendlich auch die Tore gemacht. 1:3 leider verloren. Ja, das sind 6 Punkte. 8 plus 6 macht 14. Dadurch, dass aber Salzburg ein Unentschieden hatte gegen Rapid, 14 minus 2 sind 12 Punkte. So, sind es 12 Punkte. Und dann, okay, ist machbar. Wir gewinnen dann 3:1 gegen Rapid, aber Salzburg gewinnt. Wir gewinnen 2:0 gegen Linz, Salzburg gewinnt 5:0. Wir gewinnen dann das direkte Duell 6:2 gegen Salzburg. Dann gewinnen wir 10:0, der höchste Sieg nach dem Sieg gegen WRC. 10:0 gegen Linz. Und siehe da, Red Bull Salzburg nicht angeschlagen nach dem 6:2. Nein, paniert Sturm Graz
die uns geschlagen haben mit 3:0. Dann wieder souveräner Sieg 8:2. Ja, Salzburg gegen Linz. Linz war angeknackst, gewinnt 4:0. Und jetzt das letzte Spiel gegen Salzburg, souverän mit 5:0 gewonnen. Und ich hoffe jetzt, dass Austria und Rapid, dass diese beiden jetzt hoffentlich den Salzburgern Punkte abknöpfen. Nämlich 6 an der Zahl. Das heißt, Austria soll geschleunigst gewinnen. Aber sie haben hier gegen Linz verloren, gegen Sturm verloren, gegen Rapid 1:1. Also nach unseren Dings ging nicht mehr viel, außer gegen Linz. Da wieder verloren, da verloren gegen Sturm. Also das ist... In FIFA frage ich mich oft, hey, komm. Okay, gute Mannschaften sind gut, schlechte Mannschaften sind schlecht. Aber es kann nicht sein, dass wenn du eine gute Mannschaft schlägst, dass die nicht mehr angeknackst ist und dann vielleicht noch einmal ein Spiel verliert. Das verstehe ich nicht. Oder eine Mannschaft, die gegen dich gut spielt, so wie Austria oder Sturm Graz, aber gegen Salzburg haushoch verlieren. Das ist irgendwie meiner Meinung nach in FIFA etwas komisch. Denn man schaut oft... Okay, andere Ligen können wir nicht schauen, aber ist wurscht. Ja. Es sind jetzt genau 6 Punkte. Das sind genau diese ersten beiden Niederlagen, die uns jetzt fehlen. Denn als wir da verloren haben, spielt nämlich Salzburg komischerweise unentschieden. Ich glaube, wenn wir nochmal verloren hätten, hätte vielleicht Salzburg auch verloren. Aber wenn wir gewinnen, gewinnt Salzburg komischerweise jedes Spiel gegen die wir verloren haben. Ja, und wir haben noch 2 Spiele. Und zwar gegen Sturm Graz. Ich bin neugierig, wie es wird. Und gegen Austria. Und Salzburg muss gegen Rapid und Austria ran. Ich hoffe, dass die Austria und Rapid die Punkte holen. So, jetzt zur Champions League. Wir schauen uns die Gruppenphase an. Ja, TSV Hartberg souverän. 4 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 19:8 Toren. Eine perfekte Ausbeute. Wir sehen 4:0 gegen Barcelona. Dann 4:0 gegen Wolfsburg, das sind Topspiele. Dann die erste Niederlage gegen Arsenal, war auch ein schweres Spiel. Dann die Rückmatches, 4:2 gewonnen. Dann das legendäre Match gegen Barcelona, 4:4. Das war eine knallharte Partie, aber am Ende haben wir dann noch den Ausgleich geschossen und somit mit einem Fuß im Achtelfinale und zum Schluss noch Wolfsburg geschlagen. Dann das Achtelfinale. Das Hinspiel war, glaube ich, 2:1 und das Rückspiel 3:1 gegen Real Madrid. Dann Viertelfinale. Hinspielergebnis war, glaube ich, 3:0 für Hartberg und das Rückspiel gegen Monaco ging 0:0 aus. Und jetzt Atletico, momentan steht es 1:0 für Hartberg, Auswärtstor, aber wir spielen zu Hause. Ja, wir schauen uns die Mannschaft kurz an. Ja, eine gute Entwicklung, die Mannschaft. Top-Transfers mit Friesenbichler oder Donisa. Dann die Jugend, Stadler, sehr guter Spieler. Dominguez haben wir von Sturm Graz geholt, gibt uns auch immer wieder. Aber dann die Jungen, hier Winter, Top-Verteidiger geworden, seit dem Abgang von Raswalder. Und dann weiter, Vandenberg hat sein erstes Tor geschossen, ganz neu. Aber wir schauen uns die Torhüter an, und zwar Meier. Wir haben gesehen, Top-Torhüter hält, was er verspricht. Und auch Gruber, der jetzt in der Startelf steht. Wir haben Svete weggegeben. Er war nicht schlecht, Svete war gut, aber er hat einfach Tore bekommen, wo man denkt, okay, nee, den musst du halten.
Und diese Tore bekommt Gruber und Meier bekommen diese Tore nicht. Das heißt, wenn wir Tore bekommen, dann ist es wirklich gut herausgespielt. Denn wir haben genau deswegen wegen Svete sehr viele Spiele oft verloren oder Punkte liegen gelassen, weil er einfach mit dem Kopf nicht da war. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Er war einfach nicht dort, wo er sein soll. Und ist Stellungsspiel war schlecht und hat die Bälle nie gefahren, hat sie immer wieder weggefaustet und somit oft meist direkt zum Gegner. Und somit habe ich mich entschieden, dass ich Svete hergeben werde. Und ja, aber auch nur dadurch, dass Gruber, als ich ihn eingesetzt habe, gute Leistungen gebracht habe. Er ist ja nicht der Schnellste, wie man sieht, aber er hat sehr gute Werte, 68 Hechten, bessere Werte als Svete, muss man sagen. Reflexe, Fangsicherheit hatte Svete, glaube ich, gleich viel, aber Fangsicherheit macht Gruber auf alle Fälle besser. Wir vergleichen mal Gruber und, nein, nicht Dreier, aber nicht Dreier, sondern Meier. Wir vergleichen Meier mit Gruber. Man sieht, Gruber ist ein Tick, es steht jeder seine Stärken und Schwächen, sie sind beide sehr gute Goalkeeper. Sehr gute Goalkeeper. Gruber ist sogar einen Zentimeter größer, Alter 19 Jahre. Ja, sie spielen nicht umsonst abwechselnd in den Spielen. Ja, man sieht, jeder hat seine Stärken und Schwächen woanders. Aber sie sind sehr gut unterwegs als Torhüter. Und ja, somit habe ich mich für die Jugend entschieden im Tor. Ja, Tadic, was will man sagen? Dritte Saison in Folge, über 30 Tore. Vielleicht knackt er in den nächsten zwei Spielen noch die 40. Man muss jetzt zweimal 7 Tore schießen. Wird schwer, aber er ist, glaube ich, der Torschützenkönig-Trophäe sehr, sehr nah. Auch Lehmer, anfangs etwas schwach gewesen, aber hat sich sehr gut entwickelt und steht somit zurecht in der Startelf. Ja, Verteidigung top, Lercher, Klemmer, Flaniti, Suva, Aiwu haben wir verkauft, haben ein gutes Angebot bekommen und ja, hat sich ausgezahlt, aber die Jugend hält dran, wir trainieren sie fleißig weiter. So, wir schauen uns dann noch kurz die Werte an, Marktwert von den Spielern. So, da Finanzen. So, Gruber hat momentan einen aktuellen Wert von 525.000. Vielleicht gelingt es ihm, so wie uns in FIFA 19 es gelungen ist, Hoffmann auf, glaube ich, 30 Millionen zu katapultieren. Und ganz unten und ja, 4 Jahre der Vertrag. Mal sehen. Ja, die Gerüchte gehen ja um, dass ich meine Karriere mit De Saatberg mal aussetze. Noch ist nichts fix, aber ja, vielleicht mache ich parallel zu De Saatberg eine neue Karriere, oder ich beende nach dieser Saison mal die Karriere, wechsle in dieser Karriere zu einem neuen Verein oder mache eine komplett neue Karriere. Ja, schreibt mir das in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. 2 Karrieren weitermachen oder in dieser Karriere wechseln oder eine komplett neue Karriere mit einem anderen Team starten. Ja, Feist. Nicht so, da Meier hat seinen Marktwert gesteigert, 425.000. So, Lercher 500.000, Klemm, schwach, hat minus 1, etwas Huber,
Für das verstehe ich nicht, warum bei Hooper der Marktwert einfach nicht steigt. Bei den Verteidigern schwer. Pfeiffer, da steigt der Marktwert. Rotter gleich. Meier ist auch gestiegen. Bei Winter sowieso. Winter kostet 1,9 Millionen. Der hat seinen Marktwert ordentlich gesteigert. Nicht umsonst auch Hauptbestandteil dieser Mannschaft. Weise, Otto Weise, Hübner, gute Mittelfeldspieler. Ja, Köpfer schwächelt etwas. Gabichler, mal so, Dominguez, ja, sind schon die älteren Spieler, da wird der Marktwert nicht mehr in die Höhe schießen. So, Würzberger, ein neuer Jugendspieler. Zimmermann, den haben wir frisch verpflichtet, der muss noch trainiert werden. Hat nur 41 Gesamtstärke. So, dann schauen wir, Nimaga haben wir verliehen, wir waren ja etwas enttäuscht von ihm. Köpf ist verliehen, Tamara. Er könnte auch ein großer werden bei DSAF, sollte es mit der Karriere weitergehen. Ja, Ostrak haben wir nochmal ausgeliehen, hat auch seinen Marktwert gesteigert und wir werden ihn wohl dieses Mal fix verpflichten. Ja, Raiko Rep, wie gesagt, bei den Ü30 wird der Marktwert nicht mehr viel steigen. Jodel Dussou, ja, nicht ganz wirklich gut unterwegs. Lema kostet jetzt schon mehr. Wir haben ihn, glaube ich, eingekauft um 500.000. Ja, Jürgen Heil, Top-Spieler, 1 Million. Stadler, 1,1 Millionen. Der hat auch seinen Marktwert ordentlich gesteigert. Von 500.000 auf 1,1 Millionen. Ja, Zaunern hat noch nicht gespielt. Hat es verliehen, genau. Meier hat noch nicht gespielt. Gasch hat noch nicht gespielt. Vandenberg hat ein Tor bis jetzt erzielt. Donisa, 1,1 Millionen. Den haben wir, glaube ich, auch günstig bekommen. Glaube ich, 800.000 oder 700.000. Guter Stürmer. Ja, Tadic hat auch seinen Marktwert gesteigert um 29%. Und Friesenbichler, 3,3 Millionen. Und glaube ich, um 1,2 haben wir ihn verpflichtet. Ja, so die Statistiken. Also Winter, der beste Spieler vom Marktwert her. Ja, wie geht's weiter? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare in dies. Genau, Blödsinn. Wir schauen noch schnell. Genau, meine Karriere. Da schauen wir hinein. Ne, wo ist es? Jobangebote. Da, Jobangebote. Und zwar, wir haben zur Auswahl Red Bull Salzburg, Rapid Wien. Okay. Also das heißt, wir werden da wohl nicht wirklich hinwechseln. Vielleicht, wir könnten uns für einen Job bewerben. Nein, nicht für diesen Job bewerben. Na. Ich will mich nicht für diesen Job bewerben. Meine Fresse. Will ich nicht. Naja. Auf alle Fälle, schreibt es in die Kommentare, mit wem wollt ihr mich sehen? Vielleicht habe ich inzwischen schon ein Video aufgenommen. Mit einem anderen Team, das ihr vielleicht nicht sehen wollt, aber ich hätte da zur Auswahl zum Beispiel Borussia Dortmund, Manchester United, Ajax, Amsterdam, Karlsruhe, SC. Das wären meine vier Favoriten für eine neue Karriere. Wenn ihr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin da für Vorschläge offen. Und ja, das war's von diesem Informationsvideo von der Karriere. Ein kleiner Rückblick und ein kleiner Sprung in die Zukunft von Deswartberg. Ja, das nächste Spiel gegen Atletico Madrid, das seht ihr dann aber in der nächsten Folge. Und danke fürs Zusehen, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo nicht vergessen, Road to 70, wir wollen 70 Abonnenten, macht weiter, sagt es euren Freunden, die auch auf FIFA-Videos stehen und so weiter und so fort. Und ja, schaut euch noch die Videos an, die hier verlinkt sind. Ja, und bis dahin, danke fürs Zusehen, Bussi aufs Bauchi, euer Lizinator.